Ich laufe erstmal dahin. Vielleicht brauchen wir ja doch kein C4. Vielleicht ist Gott uns gnädig. Wer weiß. Ich schaue gerade, ob ich hier irgendwas finde, aber ich finde nur Loot, was jetzt auch nicht so scheiße ist. Ah ne, die Tür ist nicht da diesmal. Medipaket, please, Medi. Okay, Ration esse ich auch gerne zwei Stück. Was bist du? Polymer, nice. Ich glaube, Polymer sind einfach diese ganzen Plastikkristalle. Okay. Aus denen auch Dings gemacht werden. Flaschen oder bei Kick vielleicht auch ein paar T-Shirts, man weiß es nicht. Ich habe die leicht bekleidete Revolutionsanführerin gefunden. Dann ist ja gut, ich loote hier gerade noch. Ich auch. Oh, die hat da sogar einen Hundi sitzen mit so einer. Wir haben ja auch nur 7 Minuten. Ich weiß, deswegen gönne ich mir gerade noch das gratis Medi-Paket. Na, keine Ahnung. Tungsten. Was ist Tungsten? Ich hab keine Ahnung. Sprechblase taucht auf, wenn man, während man X drückt vor Feind, vor Charakter, mit dem man gar nicht reden kann. Ganz kurz ploppt die auf. Ja, alles noch nicht so ganz hundertprozentig. Will mein Geld zurück. Ist dieser Resistenztroller jetzt auch hier bei uns in der Basis? Oder haben wir die nur einfach so gesprochen? Ja, scheinbar nicht. Kann man eigentlich irgendwas mit den eigenen Zelten machen? Das rote Zelt da oben ist ja deins. Bisher wüsste ich nicht. Wofür gibt's die? Ich finde, es ist auch ein wunderschöner Aspekt, dass neben dem Bett eine Packung Taschentücher steht. Ich habe eine Allergie. Da lacht er. Ich sehe schon wieder Kommentar unter dem Video. Allergie. Ist immer so. So, kann ich mir jetzt ein Knife machen? Jetzt kann ich mir gar nichts mehr machen. Doch, die Pickaxe kann ich mir immer noch. Aber ich brauche immer noch 4 Polymer. Ja, man kann sich ja doch eine Sniper machen. Glaube ich, noch gar keinen Stock dran, oder? Doch, habe ich. Man kann sich was machen? Sniper. Pause mir gerade. Du bist auch Sniper. Einfach alles raushauen, was man hat. Kann mal ein bisschen was ausprobieren. Was für Waffen teilweise, ne? Da, schau dir meine Sniper an. Ja. Sniper-Teile gekauft. Die sieht ja sogar normal aus dann. So ein Magazin muss ich noch unbedingt gucken. Und ist sogar recht stark. 550 Schaden pro Kugel. Ja, das ist nice. Und hat 100%ige Durchdringung. Also schießt durch Feinde hindurch. Ich kauf erstmal das, nur um mal zu gucken, obwohl, warte mal, nochmal Customize, geh mal auf Magazin, guck mal, wie das dann runtergeht, bei der Sturmrifle lohnt sich das überhaupt nicht mehr. Brauch ein gutes Magazin. Submachine Gun. Steel Assault. Ja, aber da brauche ich erstmal einen anderen Receiver, glaube ich, oder?
Was muss ich ändern, damit ich jetzt Schnellschuss habe eigentlich? Da gibt's den Punkt SPD, also Shots per... Ja, die sind nämlich bei mir, okay, da, okay, ich sehe schon. Und dann, wenn du da bei Waffenparts kaufst, dann gibt's da ein paar Waffen, die haben da eine Zahl stehen. Sind natürlich alle beschissen, na klar. Ah ja, ich lass das so. Hier nochmal gucken. Zwei, ich hab jetzt in meine Sniper, habe ich einfach mal die Schnellschusswaffe reingebaut. Und lag gleich wieder 100 Jahre nach. Ja, irgendwas ist immer. So. Ich weiß, dass das eine Teil übrigens besser war. Aber es, Sniper-Teile gehören nur einfach zusammen. Sollte man hier irgendwann baut, was zusammengehört, schäm dich. Ja, was denn? Alle Teile heißen gleich. Die will ich dann wenigstens alle zusammen in der Waffe haben. Wir müssen übrigens wieder ein Gebiet leer räumen. Oh gut, das ist eine relativ straightforward Mission. Links von uns. Ich bin trotzdem einen in die Fresse geschossen. Ach, die Kopfplatzanimation. Ich werde nicht müde davon. Wieso? Wie könnte man auch? So, das ganze Haus müssen wir leer räumen. Ja, da war ich gerade drin, glaube ich. Ja, was ähnliches. Nein. Wir müssen erstmal den da oben, ne? Oh ja, hier. Fahr hoch. No. Tschüss! Ich kann aber auch nicht wieder runtergehen. Mit den anderen eben. Hoch. Brauche ich sogar den von dir. Ja. Ich hatte wieder einen Schuss, ne? Und dann... Da runter musste, in die Tür. Hm? In die Tür runter musste. Ja, aber hier ist auch noch einer. Ja, aber wir müssen so oder so noch nach oben. Deswegen habe ich gesagt, erst nach unten, cool. Weil da hinten nur ein Seitenraum ist. Gut, dann gehe ich nach oben. Dafür nehmen wir doch beide auf. Richtig. Ja. Ab, du kurves Ding. Soll ich in die Räume immer reingehen, oder was? Scheint so. Piu. Piu. Piu ist hier wirklich... Piu, piu. Der passende Soundeffekt. Ja. Ersetzen wir einfach die Sounds im Spiel. Ja, piu, 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 piu. Machen wir alle nochmal selber. Piu, piu. Und dann zum Granatenwerfer. Schwump! Fump! Fump! Okay. Da ist der Exit, aber ich geh nochmal hier rein. Der Exit bringt mich aber trotzdem in den Bereich, wo Feinde sein könnten. Nur ein bisschen Stahl. Ja, ihr war ein Feind. Und das war der letzte, auch den, also der vorletzte wohl, den ich hatte dann. Hi. Sieht so geil aus, wie er mit der Tuba nach unten zielt. Nee, Trompete. Weiß nicht. Trom-Tuba. Tupete. Tupete. So. Hast du jetzt irgendwas für mich? Einfach immer wieder gucken. Hast du den Dialog einfach übersprungen? Nee, ich habe nur schnell geklickt. Man kann ja Pause machen, dann kann man ja alles noch lesen. Ja, ja. Ja, kann man alles noch lesen. Wollten beim Knife gucken. Ich kann immer noch keinen Plunger machen, Mensch. Mir fehlt immer noch Polymer und Holz fehlt mir jetzt auch noch. Oh Mist. Naja, mir fehlen auch noch ein paar Teile. Und hier habe ich den Adrenalin-Shot. Gut. Wie lustig das aussieht. Drei Schaden. Drei Schaden? Ja, wenn ich ein bestimmtes Teil dran baue, mache ich drei Schaden pro Schuss statt 300. Ja, das habe ich gerade auch schon gesehen. Da musst du echt höllisch aufpassen. Aber dafür schießt er auch 25.000 Sachen pro Sachen. Deutsch.
funktioniere. Wollen wir jetzt erst die Hauptquest machen, damit wir für die anderen Quests dann noch die Punkte kriegen? Wie meinst du? Ich habe das Missionsmenü noch nicht gesehen. Capture Red Rover. Wir machen jetzt einfach die Hauptmission. Okay. Find one suitcase. Ja, es gibt halt immer die Hauptmission und ganz viele kleine Minimissionen. Die Minimission muss man halt erst machen, um die Hauptmission dann irgendwann freizuspielen. Aber wenn man die Minimission macht, dann macht man die eben noch, wird mit Zutaten. Ich denke, 10 Missionen machen, die nur Minimissionen wären. Ich denke, du machst es dir damit einfach einfacher, weil du dann mehr upgraden kannst. Irgendwer hat mir das Magazin von meiner Sniper geklaut, ich habe nur noch einen Schuss. Das finde ich sehr scheiße. Guck gerade mal, okay, einfach nur gerade durch. Muss ich nach jedem Schuss nachladen. Mal alles abstechen. Ja, ist besser als meinen Schuss zu verschwenden. Ja, da hast du nie aufgepasst jetzt. Das ist das Schöne, das ist bei dem Spiel auch total. Ja. 2313 Crit. Du oder was? Ja, und 1414 normal. 1114. Oh, der war schön. Deine auch. So ungefähr. Ich wollte das mal vormachen, damit du das mal aus der Perspektive siehst. Nur die lädt echt lahm nach. Meine lädt recht schnell nach. Ist klar, wenn du noch einen Schuss hast, musst du das. Ja, voll das Nachladen verhauen. Stirb! Polymer! Polymer! Oh! Ich hab einen Koffer gefunden. Ja, den mussten wir ja finden, den Suitcase. Oh, jetzt kommt noch ein Boss. Ich kann nicht angreifen. Ich auch nicht, irgendwie. Bin gerade verwirrt. Ja, weil da die Wand war, konnten wir nicht angreifen. Ah, okay, ja, stimmt. Ich konnte ihn aber, ja, genau, aber er stand genau am Rand, deswegen habe ich mich beschwert überhaupt. So, ich habe die Wand gerade gar nicht gesehen gehabt, deswegen. So stand er da. Das ist mein Problem. Ich glaube auch nicht. Bin tot. Können wir mal gucken, ob der Adrenalin-Shot ausrüsten vielleicht? Tatsache. Ah. Tatsache, dafür ist der Adrenalin-Shot. Okay. Ich bin gar nicht nützlich. Aber ich habe auch erst einen davon gefunden, seitdem wir dieses Spiel spielen. Also. Alles liegt an Tuba-Zeitkind. Na? Die Tuba des Grauens. Ich kann zwar über einen Kilometer schießen. Also muss ich nie da ran, aber. Naja. Ohne mein Magazin. Wieder das Nachladen verhauen. Hallo, Kollege, wir sind woanders. Er ist abgehauen. Okay. Wo ist noch so ein Totenkopf? Unter uns. Ah, er ist über uns. Also müssen wir nach links. Man sieht sogar, wo er ist. Okay. Ja, das wussten wir ja gerade nicht. Oh, ich sollte vielleicht mal ein First Aid Kit nehmen. Wir haben sogar eine Mission, die Patrouillen zu töten. 25, 26 Stück. Oh, schöner Schuss. Ja, guck mal, man kann Schüsse zurückschlagen? Move away! Geht das auch mit den Fetten mal ausprobieren? Nee. Ja, er blinkt schon. Geil wäre, wenn er dadurch selber auch noch Schaden nehmen würde. Den Boss darf ich nicht schlagen. Guck, da kommen ganz viele rote Kreuzsymbole. Den Stahl haben. Oh nein, du gehst nach oben.